Wir kommen aber zurück zu Let's Save the Regenwald. Nein, Let's Play Darkwing Duck. Der Schrecken, der die Nacht durchknattert. Wow, knappe Sprünge hier. Warum auch immer hier diese ganzen Laternen hängen. Soweit ich weiß, wusste ich von diesem Secret doch gar nichts. Aber ich habe das Spiel wahrscheinlich nicht oft genug gespielt als Kind. Hui, und hier geht's weiter. Und hier sind diese komischen Vögel und Mäuse in Ritterrüstungen. War das wirklich eine Maus in einer Ritterrüstung? Es sieht für mich aus wie eine Maus in einer Ritterrüstung. Genial, Capcom, genial. Okay, wenn ich die Vögel nicht kaputt mache, dann düse ich auch nicht durch die Gegend wie verrückt. Wenn ich nämlich zerschieße, dann springen die hier rum wie bescheuert. Komm, flieg. Flieg weg. Wow. Und hier wartet Buchsbaum, die durchgeknallte Pflanze. Und hier ist das... Was? Wieso funktioniert das nicht? In der Gameboy-Version konnte ich das mit dem Schild abblocken. Okay, scheinbar hier nicht. Na komm, Buchsbaumi. Ah doch, es geht. Es will nur nicht immer gehen. Dein. Nein! Buchsbaum hat besiegt. Verdammt, ey. Besiegt von einem Stück Unkraut. Zack, zack, zack. Das macht meinem harten Cape nichts aus. Bäh. Komm runter. Na. Ah. Spring ich jetzt rum wie so ein Affe, du bist eine Pflanze. Schutzel da oben. Komm runter, komm runter, komm runter. Komm zu Onkel Darkwing. Komm her. Aber dann komme ich eben zu dir. Block, Block und Block. Knack, knack. Okay, das dürfte eigentlich kein Problem mehr sein. Trifft mich nicht mal. Haha. Wow. Okay, jetzt aber. Puh. Wenn er jetzt auf der anderen Seite gekommen wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Block, Block, genau. Nein! Ich lasse mich auch noch treffen, verdammt. Okay, ich habe ja noch. Einmal kann ich mich noch treffen lassen und wenn ich da getroffen werde, dann war es das. Und ich habe Buchsbaum besiegt, den durchgeknallten Wissenschaftler. Und wieder den Auftrag mit Bravour bestanden. So, ein Level ist noch übrig und zwar... Der mit Megavolt, der steht ständig unter Strom. Plünder das Warenhaus. Du sollst das besser schnell handeln, bevor alles weg ist. Möchtest du dahin? Jep, ich habe ja nicht mehr so viel Auswahlmöglichkeit, ne? Sieht aus wie ein Hafen und nicht wie ein Warenhaus. Wahrscheinlich ist einfach das Warenhaus am Hafen. Natürlich. Und hier sind Fledermäuse am helllichten Tage. Was habt ihr denn hier zu suchen? Und hier wird stachelig. Hui! Eine Plattform nach unten. Danke. Mann, 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 wer hat bloß dieses Gebäude gebaut, ey? Müssen sich die Mitarbeiter hier auch an diesen Lampen entlang schlangeln, um zur Arbeit zu kommen? Und hier sind Lampengeister, warum auch immer. Oh Mensch, ich kann ihn nicht besiegen in einem Gang. Jetzt aber. Und du war, der war in der Gameboy in der... Dafür hat er voll von dem Eichhörnchen auf die Fresse gekriegt. Wie toll. Komm her, Eierkopf. Ah, was soll ich bloß wegen diesem Genie machen? Ich kann ihm nicht in einem Durchgang wegschießen. Weg mit den Fledermäusen. Hier lang, ab nach unten. Die Plattform warten, auf die Plattform drauf springen, warten, tanzen, weiter. Spannend.
Spielspaß vom Feinsten. Danke, Capcom. Ach, das ist immer scheiße, wenn man zurückgesetzt wird. Nein, spring doch. Ach. Okay, dann ignoriere ich dich einfach. Okay, das mit dem Ignorieren will nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, da oben kann er mir nichts. Okay, kommt er wieder? Ja, komm. Ist gut. Eigentlich finde ich, der soll mir ein bisschen Energy geben. Komm. Energy. Ich brauche Energy Drink. Gib mir. Wenigstens ein Herzchen. Komm. Ne, kein Diamant. Ja, Gas auch nicht, aber ich brauche Energie. Verstehst du? Da ist so ein Herz auf. Genau so ein Ding. Verstehst ja doch, was ich sage. Okay, wenn ich jetzt so bedenke, hätte ich auch einfach den da oben nehmen können. Verdammt. Okay, scheiß auf den Kram da unten, der ist nicht wichtig. Haha, hier oben kannst du mich nicht treffen. Was ist denn das für einer? Aladdin auf seinem fliegenden Teppich. Doing. Darkwing, was machst du? Also mache ich besser gesagt. Ich spiele ja Darkwing. Wow, ich dachte schon, das trifft mich. Huhuhu. Sag mal ehrlich, was ist das für ein Warenhaus? Wer will denn hier arbeiten? Dann bleibe ich lieber arbeitslos, als dass ich hier arbeite. Sorry, Darkwing. Uäh. Oh, ein Leben, wie nett. Ja komm, Eichhörnchen. Nicht mit mir. Ah, den Treffer musste ich jetzt in Kauf nehmen. Dang. Egal, Hauptsache ich komme durch. Hauptsache ich komme durch. Nein, das liegt da falsch. Och, doch, ich kann es einsammeln. Wie? Oh, geh weg, geh weg. Ich will jetzt nicht mehr sterben. Ich bin jetzt so weit gekommen. Puh. Megavolt. Okay, wie besiegt man den normal? Die unter Strom stehende Ratte und da unten kann ich nicht hin. Da ist immer so ein Elektroknödi. Er ist schwach gegen seine eigene Materie. Nee, nee, nix da. Ich bin jetzt auf deine Tricks gefasst. Komm her. Put, 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 put. Und besiegt. Alle 6 Bosse sind besiegt. Die Organisation Foul ist gestoppt. Haha, schön wär's. Denn die Arbeit hier ist noch lange nicht erledigt. Yep, das ist der letzte Level. Wir haben endlich das Versteck von Steelbeak Eisenbeiß gefunden. Fouls Festung. Floating Fortress. Let's get dangerous. 2-1 Risiko. Möchtest du dorthin? Ja, im nächsten Video werde ich dorthin düsen.